fast beim Hinlaufen gestorben. Zum Glück habe ich einen Helm an. Na Thomas, ich habe einen Helm an, du nicht. So, oh, warte. Ja. Okay. Es ist ziemlich windig. Okay, now we wake up, yeah. So, ja. Es ist ziemlich windig, genau. Okay. Warte, oh, ist falsch rum. Ja, ja gut, danke, jetzt können wir anfangen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Video Nummer 2 von Ein Bike für alles. Und zwar nicht das Focus, sondern das Kenevo SL. Ja, wir haben ja beim letzten Video getestet, wie sich das gegen mein Torque verhält. Biobike, Uphill, Backup und so weiter und so fort. Heute zum Glück mit Motor. Ihr wisst ja, Uphill ist nicht so mein Fall. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt bei diesem Video angelangt sind. Die letzten Worte, bevor wir in den Test gehen, überreiche ich jetzt dem Thomas. Hallo Dudes and welcome to another video from... Achso, nee, scheiße, falsch, das war falsch. Ich bin ja gar nicht Übersetzer. So, hi, hier ist der Thomas ohne Haar, ne, ganz wichtig. Und wir testen heute halt, wie sieht's aus? Es gibt immer diese Vorurteile in den Bike-Zeitungen, in den Foren. So, ach ja, mit einem E-Lite-MTBer, mit richtigen E-Bikes, da kommt gar kein Spaß für den E-Liter auf, weil die und für die normalen E-Biker, die müssen ständig auf den warten. Das Thema ist natürlich hier jetzt auch wieder, wie sieht es aus mit Rücksicht? Fährt man gemeinsame Kumpelstour, kann man ja einfach sein E-Bike auch reduzieren. Aber die Frage ist, wir werden das jetzt zwei Auffahrten machen und das testen. Einmal gibt der Daniel alles und guckt hier oben auf die Uhr, wie lange er warten muss auf mich. Und einmal fahren wir freundschaftlich, fährt er in meinem Tempo neben mir und wir gucken, welche Stufe er dann überhaupt benötigt, um mit mir locker mitzuhalten. Ich denke, das ist ein interessanter Test für alle, die halt Kumpels haben, die richtige E-Bikes haben, aber eigentlich lieber die Charakteristik von einem Biobike hätten, deswegen eigentlich lieber ein E-Lite MTB, trauen sich aber nicht richtig, weil die Kumpels alle ein E-Bike haben und sie dann Angst haben, nicht mithalten zu können. Das testen wir heute über die Downhill-Funktion. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird kein Thema sein, denke ich. Es geht wirklich hauptsächlich jetzt heute um den Uphill. Und ich denke, das wird eine ganz interessante Sache. Ja, ich bin gespannt. Wir starten direkt rein. Ab geht's. Ja, wir fahren die normale Strecke. Genau, wir fahren jetzt die Strecke wie beim letzten Mal mit den Biobikes nach ganz unten. Und dann gebe ich einmal Knallgas nach berghoch. Genau, und ich versuche, du guckst nicht die Vorsprünge raus. Genau. Ja, da hat man jetzt gesehen, wie ihn die Masse dieses normalen E-Bikes aus der Kurve rausgetrieben hat. Ein Spaß beiseite, das war eher ein Fahrfehler. So, jetzt fahren wir quasi uncut wieder rauf. Das ist vielleicht für Daniels Ego jetzt sehr gut. So, jetzt seht ihr natürlich, er fährt jetzt im Turbo-Modus, im Boost. Natürlich macht er mich da nass. Ganz klar, weil das Rad natürlich bis 25 km/h mit, ich glaube, 85 Newtonmeter hat der Motor, komplett durchzieht. Ja, hier auf dem Stück, wenn es flacher wird, holt der Thomas Sicherheit auf. Ich höre ihn auch schon näher. Ach nee, ich bild's mir ein. Ja. Also für mich geht es ja beim E-Bike-Fahren darum, dass ich in kurzer Zeit viel Uphill schaffe.
und möglichst viele Abfahrten. So, ab jetzt Timer ab. Hinbremsen, ne? Ja, einmal steil, bisschen flacher, wieder steil. Ne? Bleibt das hier ungefähr in der Ebene? Ne, das geht auch noch ein Stückchen hoch. Okay. Wir müssen gleich, liebe YouTube-Gemeinde, wo das Fahrrad noch seine Stärken ausspielt als E-Bike und wo das Fahrrad ein echtes Problem wird, wir werden gleich mal auf der Geraden fahren. Und bei dem Fokus ist es, als ob hier bei 25,5 jemand so am Rucksack zieht. Und ich merke bei dem Specialized überhaupt keinen Unterschied und kann bis 35 durchbeschleunigen. Das habe ich gerade eben gesagt, auf dem Stück, was flacher wird. Da habe ich gedacht, oh, jetzt heute holt der Thomas gleich auf. Ja, das werden wir aber gleich noch für euch filmen. Abfahrt beim Freund. So, den nimmt der Daniel auch schon nicht mit hier. Den meint er. Okay, die Linienlein gefällt mir natürlich schon viel besser. Ja, habt ihr schon gesehen, das Ding geht so krass spielerisch in die Luft. Ne? Das kann man natürlich leider auf der Ego-Perspektive nicht sehen. Aber zum Thema Airtime werden wir mit den Fahrrädern eh noch woanders hinfahren. Erstens mal gucken mal, wie du so mitkommst und wie sehr man sich halt zurücknehmen muss als normal E-Biker. Ne? Komm, fahren wir mal. Turbo fahren und mich halt null anstrengen, ne? Das geht dann auch. Ja, aber guck mal, wo du halt so, sag ich mal, noch angenehm nebenher fahren kannst. Ich habe nur 35 Höhenmeter. Ja, dann merkst du jetzt wahrscheinlich schon an der Geraden, ne? Ja. Ja, jetzt ist das Limit erreicht. In der Geraden verliere ich gar nichts, ne? Okay, Daniel, wie stark musstest du dich jetzt einschränken? Gar nicht. Ich bin im Tour gefahren jetzt. Ja. Also ich habe mal durchgeschaltet. Beim Turbo muss ich aufpassen, dass ich halt nicht in diesen Leerlaufmodus komme, ne? Aber EMTB passt sich ja eh an, wie hart ich reintrete. Aber Tour war optimal. Okay. Spart für mich natürlich auch Akku dann. Genau. Wie gesagt, und wenn man eine längere Tour fährt und hat Kumpels, die ein E-Bike haben, dann nimmt man sich einfach der Ehre und des Stolzes zum Trotz ein Shotgun-Abschleppseil, schneidet sich das um und sagt bergauf zu den Kumpels, hör mal, könnt ihr mich bergauf ein bisschen mitziehen. Aber es sollte kein Kaufargument gegen einen E-Lite-MTB sein. Ich denke, der Unterschied ist gar nicht so massiv. Klar, wenn wir jetzt natürlich in den Alpen wären und fahren 30 Kilometer bergauf. Ja. Aber sind wir ja nicht. Von daher gesehen, auch ganz wichtig, das Video ist natürlich unsere rein subjektive Meinung und spiegelt das wieder, was wir fahren. Wer natürlich jetzt 60 Kilometer Touren immer fährt, dem würde ich von dem E-Lite MTB abraten. Wer aber so wie ich meistens zwischen 15 und 30 Kilometer fährt, da reicht es halt vollkommen, wenn man selber noch ein bisschen was tun will. Okay. Okay. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Für mich, meine persönliche Meinung, ich war, ja, musste mich nicht einschränken. Natürlich, wenn ich jetzt gar keine Rücksicht genommen habe, musste ich ein bisschen warten oben. Allerdings ist das ja, ist ja keine realistische Situation, ne?
Man fährt ja in der Regel nicht so oft gegeneinander zusammen Touren, ne? Ja, meistens, ja, also, nicht. Meistens nicht. Wenn man natürlich eine Challenge draus machen will als Voll-MTBler, also E-MTBler, kann man natürlich versuchen, zum Beispiel jeden Uphill zweimal zu fahren und der E-Lite-MTBler fährt ihn nur einmal. Das wäre ein Kompromiss, wenn man wirklich auf Leistung Fahrrad fahren will. Da haben dann auch alle was von. Ja, ich denke, man muss mit Unterstützung muss man halt unterscheiden, ob man, wie ich jetzt sagt, okay, mir war einfach nur wichtig, ich komme berghoch, ne? Ohne Anstrengung, ohne wirklich, wenig Anstrengung. Genau, mit so wenig Anstrengung wie möglich. Aber wie ihr alle wisst, ne, musste ich ein bisschen mich an das Fahrrad halt auch gewöhnen, ne? Mit dem ganzen Gewicht und so. Aber da kommt, glaube ich, auch die Geometrie spielt da auch noch eine Rolle beim Fokus. Oder ob man halt so eine eierlegende Wollmilchsau haben will, die alles halt irgendwie kann, ne? Ja, ich überlasse dem Thomas das letzte Wort. Jo, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, also in welchem Abstand Daniel die Videos bringt, aber bleibt auf alle Fälle dran, weil wie gesagt, das nächste Mal sage ich nur Lycra-Hose und Dirtbike. Und jetzt ist euer Kopfkino eingeschaltet. Also schaltet wieder ein, aktiviert die Glocke, abonniert und der Daniel freut sich über jeden Abonnenten. Und schaut unsere Videos. Ciao, euer Thomas ohne H. Gleich verwandelt sich der Thomas ohne H in Thomas von Free and Ride. Also ein Grund gegen so ein Fahrrad ist schon das hier. Ja, das ist ja so federleichtes. Oh Gott. Nein, das ist natürlich sackenschwer. Echt Leute, das Fahrrad, der Daniel hebt es gleich mal hoch, ist der Traum. Was ist, wenn du über mal einen Baumstumpf heben musst oder so, ne? Das wäre jetzt in meiner Schulter gar nicht gewesen.